Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Okay, das reicht jetzt auch. Kleine Anekdote an die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen. Im heutigen Part haben wir ein bisschen was Neues, denn ihr seht, ich habe mir hier neues Texture Pack. Das ist dieses John Smith, von dem hier einige mir schon was geschrieben haben, diesmal sehen wollten, weil sie das normale Mieser zu langweilig fanden. Habe ich mich natürlich wieder drauf eingelassen. Ich hoffe, euch gefällt das jetzt auch. Ich stelle gerade hier nur noch kurz den Timer, wenn es denn dann funktioniert. 45 Minuten, 3 Parts. So, und ich habe mir überlegt, wir brauchen da jetzt was zu tun und deswegen werden wir jetzt in den nächsten paar Folgen mal dafür sorgen, dass unsere Kisten, die wir zum Hausbau brauchen, sowas wie Cobblestone, Cleanstone, die übrigens hier leicht gleich aussehen, wie ich finde, und Sand etc., das müssen wir jetzt alles mal ein bisschen ranfarmen. Aber erstmal brauchen wir noch ein neues Schwert. So, ein neues Schwert. 5 Diamanten. Wir könnten uns eigentlich auch ein Diamantschwert machen, aber ob wir das jetzt brauchen, weiß ich nicht. So, jetzt zeige ich hier gerade auch indirekt eigentlich schon mal alle Items. Dann seht ihr nämlich mal, wie das aussieht, so das Texture Pack. Manche von euch kennen es, manche vielleicht nicht. So, und dann machen wir uns hier jetzt ein neues Eisenschwert. Ganz genau. So, was gab es jetzt noch zu tun für mich? Öfen. Ziegel hatten wir hier drin. Hier hatten wir keine Ziegel drin. Da hatten wir auch nichts drin. Ziegel. Nix drin. Ziegel. Ziegel. So, dann hatten wir doch hier auch irgendwo so eine Kiste. Dann setze ich die jetzt mal eben zusammen, die Steine. So. Und das Ganze nochmal so. Und dann bleiben halt 2 über. Die können wir so einräumen. So. Ziegeltreppen. Wann habe ich die denn mal genutzt? Moment, hier ist noch Ton. Den könnten wir dann eigentlich auch mal verbrennen. Ja, nehmen wir mal mit. Moment. Ton, Ton, Ton. 4 Stück. In den Ofen rein. So. Dann werden wir jetzt, bevor wir losgehen und uns alle Kisten wieder voll machen, werden wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Felder wieder alle halbwegs manierlich aussehen. So, dafür nehme ich jetzt mal einfach, brauchen wir Samen? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme einfach mal 2 Stacks mit. Kürbiskerne haben wir, glaube ich, genug. Ich nehme sie sonst einfach mal mit. Und dann gehen wir jetzt erstmal hoch aufs Feld, gucken, dass die Felder wieder ordentlich aussehen. Ja, es regnet zudem gerade, deswegen gehe ich mal kurz pennen. Vielleicht wird es dann Tag und wir haben wieder schönes Wetter. So, dann pennen wir mal eben. In der Zwischenzeit kann ich auch die Musik mal von Minecraft gerade was leiser machen. So. Habe ich jetzt gerade auf Stopp gedrückt. So, habe ich nicht. Gut. Dann können wir jetzt weiter losmachen. Boah, das war aber gerade ein fetter Leck. So, hier können wir jetzt eigentlich mal hier so kurz, so zack, eine Minute Fernseh gucken. Läuft ja nicht so viel. Und dann gehen wir jetzt mal aufs Feld raus. Hey! Und werden hier erstmal wieder alles so regeln, wie es sein soll. Ja, hier sieht es ja aus wie Kraut und Rüben. Ich werde das jetzt auch komplett einmal abholzen. Auch wenn das alles noch nicht fertig ist, aber das wird jetzt einfach einmal komplett hier... komplett einmal gerade gemacht. Hier einmal komplett neu. Und theoretisch, das überlege ich gerade, können wir auch ein Riesenfeld machen. Aber das wäre vielleicht jetzt nicht so interessant. Ich habe gerade überlegt, ob wir das hier vielleicht mit dem auf eine Höhe setzen. Aber die Idee habe ich gerade schon wieder schnell verworfen. So, dann erstmal die ganzen Kürbis hier einpflanzen, einsammeln. So, dann muss jetzt... Moment, wo haben wir jetzt die Kürbiskerne? Sieht wahrscheinlich alles recht gleich aus. Und wofür brauche ich Kürbiskerne? Ich muss nur hier halt nochmal alles anfeuchten, damit hier was wachsen kann. Mache ich jetzt eben noch die Melonen erst fertig. Ja, das war eine super Idee. Erde müssen wir jetzt hier wieder neu einsetzen. Zack, zack. Schöne Melonenstücke.
Hier fehlt nämlich zum Beispiel was. Moment, dann werden wir das hier noch eben abbauen. So. Hier ist jetzt alles soweit okay. Jetzt die Melonensamen. Da muss noch einer hin und hier kann jetzt was wachsen. Wunderbar. Und jetzt müssen wir nur noch hier die Felder alle neu einräumen. Beziehungsweise neu bepflanzen. So, Samen. Samen. Und dann jetzt einfach mal so gedrückt halten, wie sich das gehört. So, erste Seite fast fertig. Ein paar Lücken gibt es ja immer. So, und das sollte dann nachher schön wieder wachsen. Dann können wir nämlich nochmal schön eine Ladung Brot einsammeln. Beziehungsweise herstellen eher. So, erstmal alle Felder, die eh schon nass sind. So. Ein Feld will natürlich nicht. Einer tanzt ja immer aus der Reihe. So, wunderbar. Feld neu bestückt. Klappe zu. Und hier sollten wir vielleicht jetzt mal die Tiere ein bisschen... Ja, wie soll ich das jetzt machen? Ich glaube, ich muss sie jetzt mal vermehren. Vor allem die Schweine können wir eigentlich mal töten. Aber die Kühe müssen wir halt jetzt vermehren, um halt unsere Lederzucht voranzutreiben, die man ja jetzt durchaus braucht. Ich überlege gerade, ich packe doch am besten mal die Samen hier oben rein. Melonenkerne, Samen, 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 Samen. Kürbiskerne, dann räumen wir das alles eins tiefer. Weizen. So, dann gehen wir jetzt mal kurz mit dem Weizen nochmal zu den Kühen. Ey, was ist das denn hier? So. Ja, wie die Schafe immer in den Baum reinkommen, weiß ich nicht. So, jetzt werden erstmal die Schweine alle abgeschlachtet. Denn davon haben wir noch genug auf der Insel. Komm, stirb. Alle sterben hier. Sterben. Die Kuh soll mal schön hier reinkommen. Moment. Dann gehen wir erst nochmal hier weiter ein bisschen was schlachten. So, da ist noch ein Schwein. So, die beiden können schon mal ihr Kind kriegen. Jetzt hole ich nur noch die nächste Kuh rein. Kuh, komm her. Alle anderen dürfen jetzt... Was macht ihr denn für ein blödes Gesicht? Erstmal wegbleiben. Rein hier. Wer hat hier noch nicht gefickt? Ihr habt hier noch nicht gefickt, dann macht mal. So, und damit geht dann unsere Weizenzucht auch schon voran. Und ich habe das Gefühl, die Minecraft-Musik ist immer noch zu laut. So, einfach mal ein bisschen leiser machen. Haben wir eine Schere dabei? Nö. Was wollte ich jetzt machen? Ich weiß es gerade selber nicht. Ich weiß es gerade nicht. Wir könnten eigentlich mal... Melonen, ja, die können wir ja mal eben reinräumen. So viele brauchen wir ja nun wirklich nicht. Sättel haben wir auch mehr als genug. Ach, das ist ein Schild. Das ist gar kein Bild. Ich dachte gerade, was mache ich denn hier für ein Mist? So, Kakteenblätter, bla bla. Getreide können wir hier mal kurz einräumen. Ja, das Essen hier können wir eigentlich mal einfach mitnehmen. Können wir sonst noch was machen? Wohl, das können wir eigentlich mitnehmen alles. Das kann man dann nach oben lagern, genau wie das. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz. Räume ich das mal so alles ein. So, dann flitz mal hoch. So, und ich habe gerade überlegt, wir wollten ja, also ich wollte ja jetzt die Kisten so ein bisschen befüllen. Und da wir ja eh an unserem zweiten Haus noch... Ach, das sind Kakaobohnen. Okay, das Texture Pack ist noch nicht ganz so bei mir angekommen. Und nee, ich wollte sagen, da wir ja eh Terraforming machen müssen an unserem Farm mit der EP-Farm, an unserem Haus mit der EP-Farm, könnten wir das ja jetzt eigentlich mal machen. Wieder was unten vergessen, denn wir brauchen auch hier oben ein bisschen Kohle, damit wir hier die Küchenöfen anschmeißen können. Hier unten verbrennen wir ja nur das eklige Gestein. Hier unten ist wahrscheinlich eine Kohlenmonoxidbelastung von, was weiß ich, einem ganzen Kraftwerk. Und da oben braten wir nur unser Fleisch an. So. Einmal hier durch. Öfen haben wir hier. Ja, haben wir hier sogar. Hier brauchen wir drei für. Die andere Kohle packe ich einfach mal da rein. Passiert ja nichts mit. So,
Das kann hier, dann räumen wir das Essen noch vielleicht mal ein. Müssen ja nicht hier... Moment, das kommt dann in die Kiste. Müssen ja hier nicht mit dem ganzen Essen durch die Gegend rennen. Nehmen wir nur das Brot jetzt mal mit. Und hauen uns eigentlich auch direkt jetzt mal hier so ein schönes Brötchen zwischen die Backen. So, und jetzt brauche ich noch aus dem Keller noch eine neue Eisenschaufel. Denn dann können wir zum Bauernhaus gehen und da ordentlich mal Terraforming betreiben. Denn es sieht ja momentan noch aus, das Haus. Das ist ja echt nicht feierlich. Eisen. So, so und so. Ja, die Schaufeln sollten dann fürs erste Mal reichen. Und dann gehen wir da jetzt hin, machen da ein bisschen Terraforming. So werden dann die Kisten automatisch voll. So. Und als Thema des Ganzen spreche ich einfach mal an. Was trinkt ihr gerne? Also wir lassen jetzt mal Alkoholisches raus, weil ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, bin ja zu 100% kein Alkoholiker. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. In der Regel. Ne, eigentlich tue ich es nicht. Ich bin auf jeden Fall keiner, der sagt, ja, lass mal saufen gehen oder sowas. Und meine Frage ist einfach, was trinkt ihr so gern? Also nicht Alkoholisches. Ich zum Beispiel habe jetzt hier neben mir super lecker Ananassaft stehen. Ich liebe Ananassaft. Ich weiß nicht, was ich mit Ananas habe, aber irgendwie finde ich es einfach nur geil. So, und dann, während ich jetzt hier laber, ich werde nicht viel zum Terraforming sagen. Ne? Also ich fange jetzt hier mit Terraforming an, aber ich wollte euch hier nicht mit Terraforming zunerven. Deswegen hatte ich mir überlegt, worüber reden wir. Also viele Leute mögen bestimmt Cola. Cola auch so ein Getränk, da könnte ich mich reinlegen. Also, aber nur richtige. Jetzt hier nicht dieser Zero-Vanille-Kirsch-Gedöns-Mix-Kram, den keiner mag. Sondern schon das Original mit schön viel Zucker drin. So, und ich habe hier gerade hinter mir, jetzt muss ich doch mal hier zu Minecraft zurückkommen, so eine Leiter im Boden gesehen. Und ich frage mich gerade, wovon die war. Ich glaube, das muss davon sein, als ich hier mit King Gamer Folge, was weiß ich, 70 bis 80, also schon etwas länger her, als wir hier rumgebaut haben und die IP-Farm ausgehoben haben. Die wahrscheinlich unsinnigste Anschaffung im ganzen Let's Play, da man ja jetzt für alles EP bekommt. Aber naja, so haben wir zumindest sowas gebaut. So, dann heben wir hier noch weiter aus. Das muss auf jeden Fall hier noch viel größer werden. Denn hier in die Landschaft möchte ich auch noch ein bisschen was reinpacken. Denn ich hatte mir überlegt, hier in dem Haus so eine kleine Anlage zu bauen. Das Haus wird nicht größer, aber halt, hier wollte ich noch eine Rinderfarm hinbauen, noch einen schönen Garten mit Pool. Das wollte ich alles noch hier machen. Und da vorne, irgendwo hier so an den Sandberg, wollte ich noch dieses Getreidehaus bauen. Das könnte man theoretisch dann so bauen, dass das Zeug hier unterirdisch ankommt. Ob ihr das wollt, müsst ihr jetzt einfach mal schreiben. Ist natürlich